Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World at War. Ja. Zurück. Achso, das war die, die ich gerade weggeworfen hatte. Ich dachte gerade, hey cool, liegt noch eine rum, aber... Die hatten wir ja schon. Es war meine. Ja, hier ist gerade echt die ganze Menge los. Ja? Wieder jemand, der mir im Weg steht. Resnov, verzieh dich. Das ist meine Deckung. So. Gehen wir uns hier nochmal durch. Ja, wir kommen echt gerade gut voran. Bist hier am Rumballern, ne? So, was gibt's hier drin? Nichts. Was an Waffen. So, das wär's dann mit der Crew schon mal gewesen. Oh, einigermaßen gut geworfene Granate. Jetzt haben wir hier noch eine Mauer. So, ihr kommt dann aber doch mal zur Unterstützung. Ah gut, da haben wir Glück, dass sie zumindest beim Schießen nicht so wirklich viel treffen. Ich allerdings teilweise ja auch nicht. Daher passt das ja dann doch mal ganz gut. Schade. Ach, leck mich doch bitte. Ich hab doch noch gedrückt zum Wegwerfen. Obwohl es halt echt sein kann, dass es genau meine Granate jetzt auch war. So, meine lieben Freunde, es wäre schön, wenn ihr auch mal irgendwas wegschießen könntet. Wenn ihr mal Deckung gebt und so. Der Panzer hat's hier gelohnt. So. Dann gucken wir, ob wir hier ein bisschen was vorreißen können. Wir haben doch ein bisschen was zerlegt gerade. Schon mal ganz gut. Ja, ich krieg auch die ganze Zeit was ab. Au! Mann! Ich bin am Nachladen. Hört doch auf mich zu schießen, wenn ich nachlade. So. Ich glaube, ich warte einfach mal die ganze Welle erstmal ab. Aua, noch eine Granate, das ist nicht gut. Vielleicht mal hier hinten rum.
Ich weiß nicht, ob das so viel besser geht. Ich glaube eher nicht. Ich habe da so meine Bezweifel, dass das geht. Ja, du, die kommen echt hier gespawnt in dem Moment, wo ich hier nachladen will. Oder am Nachladen bin. Besser gesagt. Okay, nächste Runde. Granate, da bin ich mal gerne mit der Deckung. Danke. Okay, wir kriegen ein paar. Ist schon mal ganz gut. Ist gerade so ruhig hier wieder. Naja, wir kriegen auch mal ein wenig Unterstützung. Okay. So, genau. Für die Muni. Zack, sehr schön. Jetzt aber. Yep, den letzten holen wir uns jetzt auch noch, hoffentlich. So, geht doch. Alles klar. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir jetzt mal hier freie Bahn geschaffen. Wurden hier noch geschossen? Ah, da oben. Ich habe ihn gerade gesehen. Und jetzt war es das für ihn. Ah, ich glaube, Snipergewehr ist jetzt nicht so sinnvoll. Denke ich mir mal. Der Typ mit der Fahne ist auch noch da. Schön. Die sind auch gar nicht mal so dumm und verstecken sich halt auch noch. Zack. Ich muss sagen, die geht auch aus der Hüfte ganz gut. Wenn ich mir das mal so anschaue. Ah, das ist doch nicht zu fassen, ey, mit diesen Drecksgranaten. Das macht überhaupt keinen Bock. Mann, Mann, Mann. So, gehe ich mal jetzt gerade mal durch dieses Häuschen. Mal gucken, was das so wird. Hier noch irgendwas Schönes. So, ich glaube, ich gucke tatsächlich mal gerade hier oben rein. Da was reißen können. Na gut, ihr kommt auch mit, schön. Au. Ja, viel zu viele Granaten. Okay, das sitzt schon mal. Aber wir haben auch einen Checkpoint. Cool.
fein gemacht. So, wer schießt denn da? Wer wirft Granaten? Ich sehe zu wenig, liebes Spiel. So, da würde ich ganz gerne mal runter. Danke. Das sind unsere. Ach, da oben ballert jemand. Ändern wir das doch mal. So. Zack. Ich glaube, das hier ist aber eine ganz, ganz nette Stellung. Okay, bis dann Granaten kommen. Ist ja leider nicht mehr so nett. Nee, nee, nee. Ach, bleib doch nicht an dem Auto hängen. So. Kollege, du bist im Weg. Also, ob das jetzt gerade irgendwelche Durchsagen von Hitler selber sind, die da im Hintergrund spielen, könnte ich mir gut vorstellen. Oder halt. Ja. Sonstiges Zeug. Ah, die sind also tatsächlich Insta-Dev, die Kollegen mit dem Flammenwerfer. Mal wieder ein unglaublich beschissener Checkpoint hier. Und viel zu wenig Checkpoint. So, durchgeladen und weiter geht's. So, wie seid hier wäre halt nochmal guten Speierpunkt zu haben. Ich glaube, wir müssen halt einfach vorpreschen. Sonst wird das halt nichts. So, Jungs, kommt doch mal mit hier. Prescht mal mit vor, ich kann da nicht alleine raus. Sollt mit vor hier nicht meine Deckung wegnehmen. Ah ja, so gehen tatsächlich mal ein bisschen vor. Ja, das da ist leider keine wirklich sinnvolle Deckung. Außer ich lege mich halt mal wirklich auf den Boden. Ah ja, cool. Wie ist denn das Feuer da hingekommen? Ja, wie gesagt, das ist halt teilweise schon ein bisschen sehr, sehr nervig und teilweise sehr, sehr lächerlich, was hier abgeht. Aber kriegen wir hin. Wie gesagt, ich finde es halt immer, also mir macht es halt keinen Spaß, die Sachen immer und immer wieder machen zu müssen. Das ist für mich halt verschwendete Zeit. Einmal problemlos durchkommen, Geschichte erleben und das war's. Mehr brauche ich von dem Spiel mittlerweile nicht mehr.
andauernde Sterben frustriert eigentlich nur. So. Das hat sich mal gelohnt, merke ich gerade. So, sehr schön. Ihr kommt jetzt auch mal nach vorne. Ich habe halt echt keine Ahnung, warum ihr es nicht hinkriegt, mal Leute wegzuschießen und warum ich die ganze Zeit keine Gegner hier mehr sehe. Aber gut, irgendwann kriegen wir es halt hin. So, Granate raus, dann gehen wir nochmal hier hin. Wir haben hinter uns irgendjemand, der ballert. Tötet den doch mal bitte. Das war nix. So, nachgeladen. Er lebt tatsächlich noch. Dann ändern wir das. So, genau. Dann geht ihr jetzt mal vor. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Wieso kriegt das nicht hin, den mal jemand wegzuschießen? So, kann ich jetzt mal nach vorne. Deckung, 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 Deckung. Meine Herren, geht mir das gerade echt. Also, das ist jetzt unschön. Das ist eine richtig beschissene Mission hier. Zu wenig Checkpoints. Zu viel Granaten- und Gegner-Spam hier. Ich gehe halt die ganze Zeit drauf, was mich halt auch wieder viel zu viel Zeit kostet. Okay, der Typ scheint mittlerweile weg zu sein hier. So, ein paar Granaten hier raushauen. Ich renne jetzt einmal kurz hier vor, um das jetzt hoffentlich zu triggern. So, fröhliches Brennen. Will ich es nachladen. So, genau. Jetzt mal ab nach vorne mit euch. Wir haben es jetzt einigermaßen. Jetzt halt nur nicht drauf gehen. Ich glaube, da schießt irgendein Panzer oder so. Aber wieso wird mir das nicht vorher angezeigt? Oder ich werde mal gewarnt? Oder es wird mir sonst irgendwie... Ich muss ja so weit vorpreschen, weil sonst das Event nicht ausgelöst wird.
So, das wär's mit dir. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Folgenstopp. Mal gucken, ob ich es in der nächsten Folge irgendwann mal... Aber wenn ich jetzt wirklich eine komplette verdammte Folge an dieser Stelle hänge, das ist... Ja, dieser ganze Gegner-Spam, die geskripteten Sachen... Das macht halt echt keinen Spaß. Es kommen halt so lange Gegner hier, bis wir halt vorgelaufen sind, aber es kommen halt einfach zu viele Gegner, um halt mal vorzulaufen. Das ist halt das Problem. Naja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.